Noch bevor Moishi 6 Monate alt wurde, verließ er seine Heimat, seine große Familie und fuhr mit seinen Eltern, Rabbiner Moti und Yud Mendelssohn, als Gesandter des Rabbi von Lubavitch nach Deutschland, um das Judentum in Karlsruhe neu zu beleben. Moishe Yehuda, der in diesem Augenblick als Baby auf fremdem Boden landete, weiß es nicht, aber seine Eltern wissen, dass er einen Lebenslauf abschließt und einen neuen beginnen darf. Euer Moishi ist der Urenkel seines großen Urgroßvaters des Rabbiners Moshe Yehuda, dessen nahezu gesamte Familie, Eltern, Großeltern, Geschwister und deren Kinder durch die verbrecherischen Nazis in Europa vernichtet wurden. Und nun kehrt dieser Moishi, einer von vielen neuen Urenkeln, zurück nach Europa, um mit seinen Eltern das Judentum in Karlsruhe neu zu beleben. Den ersten Sederabend in seinem Leben erlebt der kleine Moishi auf deutschem Boden. Seine erste Sommerfreizeitlage darf er ebenfalls in Deutschland erleben. Feiertage des Monats Tischrei feiert er mit einheimischen Juden in Karlsruhe. Und schon ist Moishi so weit, den anwesenden Juden beim Feststrauß mit den zugehörigen 4 Naturprodukten am Sukkotfest behilflich zu sein. Zum Chanukka-Fest nimmt er motiviert teil an der Aufstellung des großen Chanukka-Leuchters im Herzen der Stadt. Im Alter von 1,5 Jahren beteiligt sich unser Moishi bereits am Backen der Matzot zum Pessachfest. Und so setzt sich der neue Jahreslauf für unsere Moishi, der Gesandten des Rebbe, auf integrative Weise spurbar fort. Von Zeit zu Zeit hat Moishi die Möglichkeit, den Besuch seiner Familie aus Israel zu erleben, die ihn darin unterstützen, seine Aufgabe als Gesandter in Karlsruhe fortzusetzen. Der Traum seines Großvaters, Rabbi Shlomo Zalman, war es, dass sein Sohn, Rabbi Moti Mendelssohn, als Gesandter des Rebbe nach Karlsruhe gesandt wird. Dem unvergessenen Großvater Moishis war es erfreulicherweise einmal vergönnt, mit seiner lieben Frau Moishis Großmutter Moishi in Karlsruhe zu besuchen. Auch Moishis Großeltern mütterlicherseits dem Rabbiner Yehezkel HaKohen und seiner Frau Rachel Reichmann hatten die Chance, um seinen Moishi als Gesandter des Rebbe einige Male in Karlsruhe zu besuchen. Jeder dieser Besuch stärkte unser Moishi in Erfüllung seiner Aufgabe als Gesandter in Deutschland enorm. Im Alter von 3 Jahren bekommt Moishi seinen ersten Haarschnitt in Anwesenheit der Gemeindemitglieder in Karlsruhe. An Werktagen fährt Moishi mit seinen in Deutschland geborenen Geschwistern nach Straßburg in Frankreich, um dort eine jüdische Erziehung und Ausbildung zu genießen. Unser Moishi spürt, dass es ihm vergönnt ist, ein jüdischer Junge, Teil des erwählten Volkes zu werden, ein würdiger Nachbare ausgezeichneter Familien zu werden, ein würdiger Gesandter des Rebbe in Deutschland zu werden, um das dortige Judentum zu beleben. יש לו כוח
weitere Inspiration für die Fortsetzung seiner Arbeit als Gesandter des Rebbe zu bekommen, darf Moishi an der großen internationalen Versammlung der weltweit Gesandten des Rebbe teilnehmen, mit vielen gleichartigen Kindern aus alle Herren Länder. In diesem gegenwärtigen Augenblick, in dem es unserem Moishi gegeben ist, die Fülle der 613 Gebote auf sich zu nehmen, die Gott dem jüdischen Volk aufgetragen hat, und ein Bar Mitzwa Junge zu werden, bleibt uns, seine geliebten Familienangehörigen, nichts weiter übrig, als Moishi zu wünschen. Herzlichen Glückwunsch und eine erfolgreiche und blühende Fortsetzung deiner wichtigen Aufgabe in Deutschland. Amen.